Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Malers dritten Turniervideo. Ich bin eine Dressurpferde A mit ihm geritten und in der Vorbereitung lief es schon echt dezent schlimm. Also wirklich übelst bockige Phase und ich habe wieder viel experimentiert mit Sattel, Osteopathen, Reiter etc. Ja, und die Turnier Vorbereitung an dem Vortag war jetzt auch semi. Ich habe vergessen, ja, mich abhaken zu lassen. Ich habe meine Dokumente vergessen, etc. etc. Und falsch berechnet, dass ich nicht die erste Starterin bin, sondern die letzte. Also musste ich mit Maler auch über eine Stunde da warten. Und ja, dementsprechend ging dieser Spirit dann auch weiter. Ja. Beim Aufmarschieren war ich noch ganz guter Dinge. Mal gucken, was passiert. Ja, wir sind um die Kurve geschleudert. Das fällt mir gerade auch ein bisschen schwer rauszureiten. Und dann war Maler auch direkt raus aus dem Konzept, gar keinen Bock mehr. Irgendwie habe ich ihn noch dazu bekommen, aufzumarschieren. Das fand ich auch okay. Ja, aber dann ging es halt nur rückwärts und Maler hatte gar keine Lust mehr, vorwärts zu gehen. Und da muss ich dann halt aufpassen, dass er nicht komplett sauer wird und gar nichts mehr macht. Dann habe ich ihn irgendwie noch überredet bekommen. Ja, ich weiß, schrecklich. Naja, aber auf jeden Fall war ich halt glücklich, dass wir einfach weiterreiten konnten, auch wenn, ja, unschön. Und dann ging es halt wieder weiter, Kurve und, tja, natürlich nicht gerade gerichtet, aber mein Ziel war es eigentlich einfach nur zu überleben und durchzukommen, mit einem positiven Erlebnis dann nach Hause zu fahren. Alles andere, ja, war dann nicht mehr Priorität. So ab und zu hatte ich ja noch ein ganz gutes Gefühl, aber am Ende haben die Richter mir auch geraten, auf meine Wertnote zu verzichten und meinen, da kommt jetzt eh nicht mehr raus als fünf noch was, aber ach, ich dachte mir, da muss ich jetzt hinterstehen. Ich habe mir dann die Wertnote und das Protokoll doch trotzdem laut durchsagen lassen. Ja. Und ja, im Schritt, es war einfach nur hektisch, aber ja, ich habe versucht, dann nochmal die Anlehnung zu gewinnen. Ja, antraben auch nicht sehr wunderschön. Also Durchlässigkeit war natürlich ganz schlimm. Da bin ich ja irgendwie ein bisschen chaotisch angaloppiert. Galopp macht Maler wenigstens noch Spaß. Dann durch die ganze Bahn wechseln. Das haben wir immer mega schön hinbekommen, den Übergang. Ja, schade. Ja, sorry, das Video hat dann anscheinend hier abgebrochen. Weiß nicht, was der Kameramann gemacht hat, aber ja, ich bin noch bis zum Ende durchgekommen. Natürlich katastrophal, aber ja, das war dann zwischen 5,3 oder 5,5 irgendwas. Ich wollte das Video trotzdem euch nicht vorenthalten, auch wenn es sehr frustrierend für mich ist und zeigt, wie viele Rückschritte Maler und ich mittlerweile gemacht haben. Und ich immer versuche, eine Lösung zu finden. Ja, jetzt heißt es einfach mal wieder, ja, zurückschalten und abwarten.